Was geht ab, liebe Freunde? Willkommen zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zu sehen. Und ja, Sebastian guckt heute auch leider wieder zu, aber man kann es sich eben recht machen. Freunde, wir sind heute am Start. Ich habe wieder die besten Jokes. Digga, wir sind am Start. Ich bin frisch aus dem Urlaub zurück. Wie ihr merkt, die Uploads steigen wieder. Und wir haben, während ich im Urlaub war, eine schlechte Deutschrap-Lines-Episode verpasst. Volume 17. Wir schauen direkt rein. Holt euch irgendwas Entspanntes zu essen und zu trinken, wenn ihr wollt. Wobei, das Video wird gar nicht lang, aber... keine Ahnung. Kennt ihr das, Digga? Ich kann nicht mehr frühstücken, Abendessen oder Mittagessen oder irgendwas snacken fast schon, ohne YouTube oder Netflix zu gucken. Geht's nur mir so? Seid ganz ehrlich mal. Das ist so schlimm. Ich hab mein Essen teilweise hier stehen, so warmes Essen, Pizza oder so, richtig nice. Und ich lasse die lieber so quasi kalt werden, bis ich das Perfekte gesucht habe. Ich brauche immer irgendein YouTube-Video oder so zu gucken. Und früher hat man einfach... Wobei, früher hat man so vor RTL 2 und so Mittag gegessen. Oder ich zumindest immer Pokémon und so, Pokito. Scheiß drauf. Ey, Freunde, ich habe Bock auf die schlechtesten Deutschrap-Lines. Let's go. Und ich werde wieder die verteidigen, die ich nicht schlecht finde. Da stehe ich mir beim Namen dazu. Ich werde die verteidigen. Hey und stopp! Halber Hörsturz auf einmal. Aber massiv schon wieder dabei. Massiv, auch ein Kandidat. Ey, warte, ich will raten, wer dabei ist. Ich sage diese Folge dabei. Massiv haben wir schon gesehen. Ich sage, Bushido ist dabei. Oh, wer war auf dem Thumbnail? Ich weiß nicht mehr, wer auf dem Thumbnail war. Aber ich sag, massiv, nehmen wir raus, sagen wir, Bushido ist dabei. Sagen wir, Flair war auf dem Thumbnail. Sagen wir, Bushido ist dabei, Flair. Und sagen wir, ich hatte einen im Kopf gerade. Casey, safer Kandidat eigentlich immer. Bushido, Flair, Casey. Bushido, Flair, Casey und... boah. Bushido, Flair, Casey, Summer Jam. Bushido, Flair, Casey, Summer Jam. Let's go. Hey, und stopp nicht, wir kommen elektrisch durch deine Steckdose, versteck dich. Ey, stabile Bars auf jeden Fall. Echte Männer ficken mit dem Schwanz. Was sieht es, wenn du bist du Gang und nicht, wo du wohnst? Hold up. Ich ficke jedes Dorf, das ist Prime Time, Bremen Nord. Ich bin der erste gute Rapper aus der grünen weißen Gegend. Aber Sart, Gangster Rap, Werder Bremen, Hooligan. Oh, unangenehm, Mann, ich weiß nicht. Ich finde solche Zeilen immer viel unangenehmer. Wenn man sich widerspricht, so mäßig, wisst ihr? Als wenn man einfach so eine schlechte Bad Bar halt mal kickt. Ich bin Bremer, laber mich nicht voll, du kleiner Wasser. Ich bring Bremen ins Geschäft, hier, Bremer, die Welt, hier. Ja, zweite Liga, Jungs, let's go. Nimm mich zurück, gib kein Fett. Yeah, mein Shit ist ein Geheimtipp. Dicker, mach die Ohren auf, jeder pumpt mein Shit. Geheimtipp, jeder pumpt. Ja, okay, ey. Das finde ich einfach so lustig, wie man das halt das nicht auffällt irgendwie. Aber gut. Gutes Meme, lange nicht mehr gesehen. Afrikaner. Ah, oh, Miami Yassin, ja. Ich hätte ein bisschen mehr an die Dings KMN Gang denken sollen. Aber gut, bis jetzt ja noch kein Punkt bis jetzt. Sprinten im Trikot von Mo Salah, AZ und ich lassen die Straßen brennen wie Julius Caesar. Julius Caesar. Nero. Nero. Oh. Oh, okay, also Julius Caesar hatten die Straßen brennen lassen. Julius Caesar war doch eher der Dude, der so gemacht hat, so eine Hand so mäßig, und dann wurden die in der Gladiator-Arena, so wie Gaius Julius Caesar. Mehr weiß ich nicht, aber ist von Kolle. Stimmt, okay. Okay, Flair habe ich schon auf dem Thumbnail gesehen, der Punkt zählt nicht ganz. Aber ich bin sehr gespannt, warte mit Flair. Ich hab die Bündel dabei, teile das Bündel durch drei, und dann das Ganze mal zwei. Wie viele Bündel dabei? Sechs Bündel. Ey, aber ich wollte gerade eigentlich sagen, er kommt gut auf den Beat und der Flow ist nice. Ich hab die Bündel dabei, teile die Bündel durch drei. Ist aber so ein typischer Flair-Flow, aber dann hat er halt einfach reingekackt, Digga. Zwei. Wie viele Bündel dabei? Sechs Bündel. Ey, gerne mehr Mathe mit Flair, aber hab ich gefühlt. Baby, ein Griff in die Prada und ich fühl das kalte Eisen meiner AK. Ich wollte gerade sagen, Bro, wie willst du eine AK-47 in eine Prada-Tasche reinpacken? Ich liebe diese Animation. Auch Ehre, er hat sogar die größte Prada-Tasche reingemacht. Ich liebe diese Animation. Nice. Dazu leider, ich kenne Adam leider nicht. Aber geil.
100% Mann. Casey dabei. Casey ist eine Bank. Casey ist immer eine Bank bei schlechteste Deutschrap Lights. Okay, wir haben Flair und Casey. Das heißt, Bushido und Summer Jam müssten noch kommen. Ja. Keinem Jungen an die Wäsche. Doch könnte Justin Bieber auch im Dunkeln nichts versprechen. Sorry. Also, ich glaube, wir wissen, was wir meinen, aber. Er hat es ein bisschen schlecht ausgedrückt. Ah, Kurdo. Mit der Gang an der Minibar. Stimmt, eigentlich voll dumm. Man, alle hatten, glaube ich, so eine Dings, so eine Bar halt aus dem Hotel oder Restaurant im Kopf. Oh, Bushido, ey, wir müssen auf der 1 nur noch Summer Jam haben. Bushido und Casey sind beide eine Bank immer bei diesen Sachen. Der King, ich schnapp der Boss, und ich find zu dir, passt der Name Rotzfotz. Ja, ey, aber ist auch kein Zweckreim, Rotzfotz. Rotzfotz, kennt man, Räuber Hotzenplotz war gestern, heute Räuber Rotzfotz. Wenn Sie dieses Werk jetzt in seinem Gesamtwerk betrachten von Goethes, wie würden Sie das einordnen? Freezy, okay, Echo Fresh. Schade. Okay, aber wir hatten auf jeden Fall richtig Casey und Bushido Flair auf dem Thumbnail. Schade, Mann. Ey, aber lass jede Folge so gessen, dass es nice wird ankommt. This life, ich bin so krank, du bist nicht imposant, du hast imposant. Bitte nie wieder. Ey, das war dieser andere Joke, den man in der Grundschule hatte, so. Und keiner wusste, was imposant eigentlich heißt, aber jeder wusste, ey, imposant, haha. Ey, gute Folge. Sehr gute Folge, Mann. Ich glaube, es ist deutlich lustiger, wenn wir immer, oder wenn ich halt immer sage, wer drankommt und wir dann so checken können, ob ich recht habe. Aber Bushido und Case sind immer eine Bank, sind so mäßig. Nice, Mann. Ey, aber gute Folge auf jeden Fall. Ich liebe diese Animation von Boss Explosive, die er immer reinmacht. Er gibt sich viel Mühe und es sind gute Zeilen dabei gewesen, also gute, schlechte Zeilen dabei gewesen. Ich freue mich sehr drauf, hier noch nice, dass gerade neue Formate ausprobiert ein bisschen. Habe ich Bock drauf, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns bei einem weiteren wunderbaren Video, Digga, gerade EM-Finale gewonnen, gefühlt. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns ansonsten. Checkt gerne Instagram ab. Bin ich sehr aktiv, aktuell eine Verlosung am Start und viele Stories. Habt einen schönen Tag, wir sehen uns und ciao.